Geschätzte Damen und Herren, ich begrüße euch recht herzlich zum neuesten Telehess mit dem Stadtrat Erich J. Hess. Grüß Gott auch. Grüß euch herzlich. Wir sind hier aussen bei diesem wunderbaren Frühlingswetter, aber unser Thema, das wir jetzt haben, ist nicht gerade so sonnig. Wir reden heute über Sozialhilfemissbrauch. Wie steht die SVP zu dieser Thematik? Wir sind ganz klar der Meinung, wir brauchen ein solides soziales System, wo Leute, die durch die sozialen Maschen durchgehen, dass man die im letzten Auffang nicht der Sozialhilfe auffangen kann. Aber es kann nicht sein, dass Leute die Sozialhilfe missbrauchen. Und das kommt leider viel zu viel vor. Es gibt Leute, die Sozialhilfe beziehen, sagen, sie können nicht arbeiten und nebenbei irgendwo schwarz arbeiten. Es gibt Leute, die BMW fahren und Sozialhilfe beziehen. Es gibt noch viele weitere Beispiele. Das kann es einfach nicht sein. Wir dürfen nur diesen Leuten Sozialhilfe auszahlen, die wirklich auch darauf angewiesen sind. Wie sieht die Situation in der Stadt Bern aus? Sie sind ja Stadtrat von Bern und haben ja eine gewisse Einsicht in die ganze Thematik in der Stadt selber. In letzter Zeit war das ein Gesprächsthema Nummer 1, die Sozialhilfe. Wie sieht die Situation heute aus? Die Situation ist so, ich habe schon vor 3 Jahren im Stadtparlament den Vorstoss gemacht, dass man Sozialhilfe-Inspektoren einführt in die Stadt Bern. Das heisst, die Inspektoren sollen schauen, ob die Leute berechtigt Sozialhilfe beziehen oder nicht, weil das Sozialamt selber ist überlastet, dass sie wirklich diesen Fällen einzeln nachgehen kann. Der Vorstoss ist dann zumal abgelehnt worden. Frau Olibet hat dann zumal gesagt, es gibt in der Stadt Bern praktisch keine Sozialhilfemissbrüche. Die Meinung hat sie jetzt endlich revidiert. Sie sagt jetzt, sie gibt jetzt zu, dass es wahrscheinlich Sozialhilfemissbrüche gibt, aber es sind lange nicht die Massnahmen eingeleitet worden, die wirklich die tiefgreifenden Reformen hätten können einleiten, wie es nötig wäre, dass nur noch die Leute Sozialhilfe bekommen, die wirklich auch tatsächlich darauf angewiesen sind. Was für Instrumente fehlen bei der Bekämpfung von Sozialhilfemissbrüchen? Die hat ja auch einen Puck gefordert in diesem Punkt. Gut. Die PUC, die Parlamentarische Aufsichtskommission, dort hier geht es nur darum, die Fehler von den letzten Jahren aufzuzeigen, die Frau Olibet und ihr Departement gemacht haben. Und das sind massenweise Fehler. Momentan tut ja PAC, die Budget- und Aufsichtskommission der Stadt Bern, die Fälle ein bisschen prüfen, aber die gehen viel zu wenig tief. Die tun nur da ein bisschen Leute befragen und mehr passiert dort nicht. Aber dort hier muss man wirklich tiefgreifend schauen, wo sind die Fehler passiert, dass es überhaupt so weit kommen konnte, dass wir so viele Sozialfälle haben in dieser Stadt Bern, die unberechtigt die Sozialhilfe beziehen. Was für Instrumente bräuchte es nach eurer Meinung, dass Sozialhilfemissbrüche gedämmt werden? Erstens ganz klar, härtere Massnahmen für die, die missbräuchlich Sozialhilfe beziehen, viel mehr Kontrolle. Das heisst eben Sozialhilfeinspektoren, die unabhängig vom Sozialdepartement sind. Frau Olibet hat jetzt zwar mittlerweile so Sozialhilfeinspektoren oder etwas Ähnliches eingeführt, die sind aber dort direkt dem Sozialdepartement unterstellt und somit können sie nicht unabhängig prüfen. Also die haben Angst, dass eine Befangenheit stattfindet. Genau, ja. Auch wenn sie die gleiche Chefin haben, Frau Olibet, wird wahrscheinlich nicht, dass zu viel Missbrauch hier in der Stadt Bern aufgedeckt wurde, weil sie ja gerne gesagt hat, das existiere nicht, dann ist es auch nicht ihr Interesse, dass dort Missbrauch aufgedeckt werden. Nachher kommt natürlich dazu, die Stadt Bern zahlt viel zu viel Sozialhilfe aus allen Sozialhilfeempfängern. Es kann nicht sein, dass ein Sozialhilfeempfänger mehr Geld Ende Monat im Sack hat, als einer, der 100% geht arbeiten. Ja, das ist aber ein bisschen ein Problem, weil die Richtlinien betreffen die Höhe von Sozialhilfe, entsprechen ja den Richtlinien des KOS, also der kantonalen Direktion und der Sozialdirektionen. Da kann man ja auch nicht gross etwas ändern dran, oder? Mal, dort gäbe es sich wäre viel zu ändern, weil die Stadt Bern ist überall dort hier viel zu grosszügig. Sie geht über die Diskursrichtlinie raus. Nehmen wir nur das Beispiel mit
die Integrationszulagen. Dort hier sind in anderen Städten vergleichbarer Grösse, haben sie so 20% der Sozialhilfeempfänger, wo sie die die Integrationszulagen zahlen. In der Stadt Bern sind das über 50%. Kommen wir zurück auf die Missbrauchsquote. Frau Olibet hat ja behauptet, jetzt am Anfang noch, dass sie im Promillebereich. Wie hoch schätzen Sie die Zahl ein, von denen, die missbräuchlich Sozialhilfegeld beziehen? Ich sage so, dass es wahrscheinlich zwischen 8-10% sind, wo wir wo wirklich missbräuchlich die Sozialgeld beziehen und wo man muss schauen muss, dass die in Zukunft kein Sozialgeld mehr überkommen. Wenn ihr jetzt Sozialdetektive einführen würdet, die rigorose Kontrollen machen, glaubt ihr nicht, dass wenn einmal der Erfolg so gut da wäre, dass die Detektive mehr kosten, als dass sie Einsparungen bringen? Gut, nach ein paar Jahren, wenn man die Sozialhilfe-Dossier alle überprüft hat, das sind etwas über 4'500 Dossier, dann kann man natürlich die Sozialhilfeinspektoren wieder ein bisschen oben runterfahren, aber es braucht immer Sozialhilfeinspektoren, weil wenn man nicht kontrolliert, ob jemand missbräuchlich tut, Sozialhilfe bezieht, hat man immer Sozialhilfe zu beziehen. Weil er weiss, es hat ja keine Folgen, sie kommen ja gar nicht. Kommen wir ja gar nicht auf die Schliche. Habt ihr noch weiterhin Vertrauen in Frau Olibet, dass sie das Thema Sozialhilfemissbrauch bekämpfen kann? Oder braucht es dort einen Wechsel in die Führungsstaat? Ich bin ganz klar der Meinung, dass sofort Frau Olibet ihren Rücktritt bekannt geben sollte, weil sie ist diesen Problemen, die in diesem Sozialdepartement herrschen, gar nicht gewachsen. Wir sehen da so, dass Chaos dort herrscht. Dort hier muss ganz klar SVPler her, die dort aufräumen, dass dort wirklich wieder Ordnung herkommt. Also, ich glaube, mit einer personellen Änderung in der Direktionsspitze könnt ihr die Verwaltung in dem Sinne ein bisschen umkehren, dass eine Bekämpfung von Missbräuchen wirklich auch stattfindet. Wenn wir einen neuen Chef oder eine neue Chefin hätte dort hier, bin ich überzeugt, wenn der wirklich Einfluss würde nehmen, neue Strukturen dort einführen, neue Führungsstrukturen, würde sich dort einiges bessern. Glaubt ihr, der neue Chef könnte Erich Hess heissen? Das glaube ich eher weniger, dass die Stadt Berner Bevölkerung mich zum Sozialdirektor würde wählen. Wer innerhalb der SVP könnte den Posten übernehmen und sich zur Verfügung stellen? Oder gibt es auch die anderen Parteien noch probate Kandidaten? Nein, für mich ist ganz klar, dass im Gemeinderat wieder jemand von der SVP muss. Die SVP ist dort untervertreten. Wir haben die FDP und die CVP, die eine Vertretung haben von bürgerlicher Seite. Wir haben aber drei linke Gemeinderäte noch. Und die CVP als so kleine Partei ist an und für sich die Berechtigung, im Gemeinderat zu haben. Ich bin der Meinung, dass wir aber jetzt auf Kosten der Linken einen weiteren SVP-Sitz müssen erobern in den nächsten Jahren hier in der Stadt Bern. Herr Hess, ich danke euch ganz herzlich für das Gespräch. Das war Tele Hess zum Thema Sozialhilfemissbrauch.